Hallo, ihr kleinen und großen Paläontologen da draußen. Ich bin der Chris Wellenfield und begrüße euch wieder zu einem kleineren Unboxing-Video. Wie ihr sehen könnt, habe ich dieses Mal die Jurassic World Dominion Minis dabei. Im Prinzip habt ihr hier kleinere Boxen, wie ihr sehen könnt, in denen immer ein oder zwei Figuren enthalten sind. Ihr seht hier schon so ein kleiner Mini-Teaser, wie viele Tiere es ungefähr gibt. In der ersten Serie wohlgemerkt, das ist noch die erste Serie. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass noch eine zweite, vielleicht sogar noch eine dritte Folge wird mit weiteren Tieren, ne? Und heute machen wir alle Packungen auf und gucken, welche Tiere enthalten sind. Kleiner Spoiler vorweg, ich weiß schon, welche Tiere enthalten sind, wo genau und so weiter und so fort, wie und welche Tiere anhand der Seriennummer ihr erkennen könnt, in den Verpackungen drin sind. Das machen wir dann im Laufe des Videos, ne? Ich würde sagen, wir machen jetzt einzeln die Verpackung auf und schauen uns die Modellierung der Tiere und die Färbung der Tiere genauer an. So, die erste Serie bringt 8 Dinosaurier mit sich und als erstes würde ich sagen, gucken wir uns mal das Verpackungsdesign an. Ihr habt hier so eine Art, ich würde mal sagen, Cargo-Box, ne? Wahrscheinlich auch im Film so zu sehen, ne? Und ihr seht hier ganz kleine Rillen, hier könnt ihr die Verpackung quasi aufmachen bzw. aufreißen. Hier ist auch ein guter Einschnitt sozusagen, da könnt ihr ganz in Ruhe reingreifen und dann dementsprechend eure Dinos rausholen oder befreien, ne? Ich werde das nicht machen, weil ich das Verpackungsdesign ziemlich cool finde. Die Seite ist hier mit Tesafilm verschlossen, wie ihr sehen könnt. Da, genau. Und ich habe hier ein Cuttermesser dabei, das werde ich dann hier schön an der Seite aufschneiden und dann die Tiere so weit befreien, ne? Ansonsten habt ihr hier die genaue Aufzählung der Tiere, ne? Ihr seht, wir haben ganz links, ich hoffe, Autofokus möchte jetzt mal mitspielen. Hallo, komm schon. Na? Na, irgendwie nicht so. Was ein bisschen schade ist. Aber wenn wir es so halten, geht schon. Ne? Wir haben hier links T-Rex, der neue Giganotosaurus, der neue Bösewicht, Therocino mit dem kleinen Lystrosaurus, den Yangshuanosaurus. Ich vermute, dass das hier Blue ist, könnte aber auch Beta sein. Ne? Sozusagen Blues Baby, kann man sagen. Ne? Spoiler, Spoiler. ein Stegosaurus und die neuen Raptoren. Quetzalcoatlus haben wir hier mit Gallimimus, Baryonyx mit einem Iguanodon, Pteranodon und einem Triceratops, ne? Genau. Und so sieht die Verpackung aus. Ihr habt hier noch so ein paar Knöpfe, so eine Art Schaltpulte, ne? Das neue Jurassic World Logo, Jurassic World Dominion. Und ja, ansonsten halt hier noch ein paar Hinweise und so weiter und so fort. Und dass das Ganze natürlich nicht für Kinder unter 3 Jahren ist, wegen Verschluckungsgefahr, ne? Also wenn ihr unter 3 Jahre alt seid, Finger weg. So, ich würde sagen, wir beginnen erstmal damit, öffnen diese Verpackung und gehen dann natürlich weiter zu den anderen Tieren. Eins noch vorweg, wenn ihr wissen wollt, welche Tiere ihr haben wollt, ich werde nochmal in der Videobeschreibung die genaue Auflistung mit dazu packen, damit ihr gezielt eure Favoriten jagen könnt oder um das komplette Set zu erhalten, natürlich dementsprechend komplett haben. Na, um es komplett zu sammeln, dann natürlich auch die Seriennummer dann mitgeben in der Videobeschreibung. Wichtig ist natürlich die letzten 4 Ziffern hier. Ja. D06A. Diese sagt euch, welche Tiere mal enthalten sind. Wie gesagt, ich werde eine Liste machen und da könnt ihr dann genau sehen, wie die Tiere dann, ich sag mal, sortiert sind. Ganz klassisch möchte ich mit der Nummer 1 beginnen. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier 1A. D01A und das müsste im Prinzip der T-Rex sein. Ne? Dann wollen wir uns mal überraschen lassen, ob das soweit hinhaut. Kinder, falls ihr zusehen solltet, holt euch einen Erwachsenen an die Seite, wenn ihr die Verpackung auch nicht beschädigen möchtet, ne? Der euch in diesem Bereich hier aufmacht. Ne? Und immer weg vom Körper, ganz wichtig. So, dann wollen wir mal gucken, kriegen wir das am besten? Ja, so geht's gut. Und wen haben wir da? Oh, wir haben sogar noch Inlay. Können wir gleich rausnehmen. Ah, so eine Art Checkliste. Sehr gut. Da könnt ihr ankreuzen, welche Tiere ihr schon habt, welche euch noch fehlen. Ne? Und das neue Verpackungsdesign der Jurassic World Merchandise Artikel. Ne? Also finde ich ziemlich gut. Dieser Wald hier mit dem Helikopter. Es hat was von dem Prolog-Intro, was es auf YouTube zu sehen gibt von Jurassic World, ne? Wo der T-Rex dann in diesem Autokino dann ist, ne, und dort einbricht und dort, ja, Chaos stiftet. Weg damit. Und wir öffnen jetzt erstmal unsere allererste Figur. Und wen haben wir dann da?
Natürlich ist es unser T-Rex. Ah, so ganz genau stehen möchte er nicht. Hilfe. Fällt um. Okay, da muss man ein bisschen nacharbeiten. Das Ganze scheint jetzt aus einem ganz neuen Stoff zu sein. Also ist sehr, sehr weich. Ja, Gummi natürlich, ne? Die Kolorierung ist relativ schick, wie ich finde. Schaut euch das mal an. Und ihr habt hier auch noch so ein bisschen Spielraum, ne? Ihr könnt sein Unterkiefer öffnen. Müsst halt aufpassen, dass ihr es nicht zu weit macht, dass es irgendwie kaputt geht oder sonst gleich, ne? Ansonsten ist es ein sehr, sehr schöner Skull, finde ich. Ja, sieht gut aus, der T-Rex. Finde mir sehr gut. Hat sogar ein Loch. Das heißt, ihr könntet im Prinzip so eine Art Mini-Base holen und dann den T-Rex darauf stecken. Und wie man sehen kann, haben wir hier noch das Jurassic World Logo, ne? Ja, das sieht auch gut aus. Genau. Und hier ist der T-Rex. Sehr schön. Ja. Und an die Erwachsenen sammeln dort. Nicht vergessen, Leute, das ist Spielzeug für Kinder, ne? So, Nummer 2 müsste der Giganotosaurus sein. Kleiner Tipp, wenn ihr die Packung in der Hand haltet und unbedingt den Giganotto haben wollt, das ist mit Abstand die schwerste Verpackung. Also ihr könnt auch von dem Gewicht her ungefähr, ne, ausfindig machen, wo der Giganotto drin steckt. Und das ist nun mal die schwerste Verpackung oder beziehungsweise die schwerste Kreatur, die ihr habt, oder das schwerste Tier sozusagen. Machen wir weiter im Programm. So. Einmal zack. Einmal zack. Und da steckt der Giga drin. Ich würde sagen, in den lassen wir jetzt mal drin, brauchen wir nicht nochmal zu sehen. Und holy moly, sieht der gut aus. Also für eine Mini-Figur bin ich echt begeistert. Sieht der Giga echt gut aus. Packen wir mal zur Seite die Verpackung. Und wow. Kolorierung gefällt mir auch sehr gut. Jetzt mal ein bisschen näher ran. Ja, gefällt mir sehr gut. Auch Unterkiefer hier wahrscheinlich zu öffnen. Ja, sieht gut aus. Man muss halt nur aufpassen, dass es nicht zu weit geht, ne? So, sieht doch besser aus. Cool, gefällt mir sehr gut. Erinnert mich so ein bisschen an die älteren Sammler dort draußen oder alle älteren Fans, an die damaligen Diecast-Modelle von Jurassic Park, die es damals gab, ne? Die aus Metall. Und cool, der Giga steht. Kann man dorthin positionieren. Und was ich halt auch cool finde, er scheint hier auch einige Kratzer zu haben, wie ihr sehen könnt. Na, an der Struktur, die Hautstruktur ist auch wirklich sehr schön. Das Painting ist sehr gut. Dafür ist es halt so kleine Modelle sind und ihr seht halt hier und da ein paar Kratzer. Na, das sieht echt gut aus. Gefällt mir gut. Auch hier wieder Jurassic World Logo am Fuß und so eine Art Loch, wo ihr eventuell die Figur irgendwo aufstecken könnt. Ne? Und im Vergleich zum T-Rex. Oh, der T-Rex steht da doch. Moment, dann können wir sie ja mal so ausstellen. Genau, habt ihr halt die ungefähre Größe. Gigantisch. Cool, gefällt mir. So, das war jetzt T-Rex. Giga beiseite. Und jetzt kommen wir zu Nummer 3. Ihr seht hier, 3a. Lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube, es müsste der... Moment. Nee, hier nicht. Hier, genau. Der Stego sein, wenn ich mich nicht täusche. Schauen wir mal. Oh nein, das ist der... Ah doch, Stego und der neue Raptor, der Antaziraptor. Muss ich mal genau gucken, sorry, wenn ich jetzt falsch ausspreche. Auch hier nochmal Spindel weg. Die packen wir mal hier wieder rein. Gefällt mir tatsächlich der Mosasaurus, weswegen ich halt auch ausgehe, dass es eine zweite Welle geben wird, wo der Mosasaurus dabei ist. Vielleicht der Dreadnoughtos, haben wir ja auch schon gesehen gehabt, ne? Da freue ich mich ja schon sehr drauf. Und eventuell noch ein paar andere Tiere, ne? Wie zum Beispiel Dimorphodon oder natürlich auch der allseits bekannte. Na, kommt ihr drauf? Mein Liebling, Parasaurolophus. Schauen wir uns das mal an Antaziraptor an und... Wow, der ist super gepintet. Hier kann man leider nichts öffnen. Schade, finde ich, aber die Augen sind super gepintet, ne? Sind rot, was sie sich da noch Mühe gegeben haben, ne?
Finde ich sehr gut. Ich glaube, der hat den Codenamen Ghost. Ne? Ihr erinnert euch ja noch an Jurassic World, ne? Wie die Tiere dort genannt wurden. Blue, Delta, ne? Echo und so weiter und so fort. Und ja, gefällt mir ziemlich gut. Hat gerade so ein bisschen 90er-Jahre-Feeling, als es diese kleinen Gummidinos gab in so verschiedenen Boxen und so weiter und so fort. Und da steht auch wunderbar, wie ihr sehen könnt. Oh, natürlich ist Sigosaurus. Hier. Schweiflässig, so ein bisschen posen. Ist cool. Was ich schade finde, man hat hier nichts dran gedacht beim Painting, ne? Wie ihr sehen könnt. Also ab hier ist es dann relativ langweilig. Aber gut. Und hier haben wir natürlich ein Sego. In einer doch ziemlich coolen und interessanten Kolorierung, finde ich. Jetzt gerade ist es auch cool und hier auch die Platten. Gefällt mir sehr gut. Cool, gefällt mir. Hier nur am Größenvergleich. Oh, lieber so, ne? Das steht gut auch weiter im Hintergrund. Hier der Raptor. So. Cool, gefällt mir. Nur von vorne. Ja, macht sich gerade zum Angriff bereit, der Raptor, ne? Sieht schon cool aus. Hoppala. So, die zwei gehen jetzt hier rauf. So, jetzt kommt die Nummer 4. Gut, beim nächsten Mal, wenn wir das machen, mache ich die Boxen schon mal vorher auf. Dann brauchen wir hier nicht so viel Zeit zu verschwenden. So, war nicht zwar die Seite. Sorry, jetzt habe ich hier beinahe links kaputt gemacht. Das schöne Verpackungsdesign. Einmal knapp. So, wen haben wir denn hier? Kann ich nicht erkennen. Schauen wir mal. Ah, okay, wir haben hier Blue und den Yangshuanosaurus, wenn ich mich nicht täusche. Hartnäckig und ja, der kommt ein bisschen leichter raus. Bin der wieder beiseite. Packen wir hier wieder rein. Zack, zack, zack. Da wir gerade hier auch den anderen Raptor hatten, da können wir beide mal kurz vergleichen. Die Pose ist schon quasi identisch, nur dass Blues Schweif ein bisschen länger ist und die Arme ganz anders gepostet sind. Ne? Ansonsten haben wir hier fast die gleiche Haltung der beiden Tiere, wie ihr sehen könnt. Aber ganz verschiedene Headscapes. Ne? So, der kommt wieder weg. Schauen wir uns mal Blue an. Oder ja, könnte ja auch Beta sein. Auch hier, Augen sind gepaintet. Sehr gut. Die Kolorierung finde ich auch cool. Mir fehlen jetzt so ein bisschen die weißen Elemente, aber ja. Könnte man ja nachpainten und zum Thema Painten komme ich nochmal gleich. Auch hier wieder sehr schön die Hautstruktur zu erkennen. Ja, jetzt könnt ihr es sehen. Headscape, schauen wir uns mal vielleicht ein bisschen näher an. Ja, so geht's so. Sieht gut aus. Schönes Modell. Und jetzt kommen wir zum anderen Brocken und das ist, oh, der ist wieder posable und ich finde, wow, phänomenal. Also der sieht vom Headscape her gigantisch gut aus, der gefällt mir echt gut. Bisschen Dilophosaurus-Feeling, ne, und das Painting finde ich auch recht gut, also Sculpt ist wunderbar, gefällt mir sehr gut, der steht auch wenn sein Fuß so ein bisschen schief ist, gefällt mir sehr gut, der Yangshuanosaurus. So mal von vorne sehen. Auch seine Knochenkämme da. Auch seine ziemlich lange Schnauze. Sehr gut. Also wenn man hier ein Repaint machen will, eigentlich braucht man hier nicht viel zu machen. Man kann hier vielleicht noch die Zehen und die Klauen so ein bisschen painten, damit es ein bisschen akkurater wird. Ansonsten finde ich das hier vollkommen in Ordnung. Für so ein kleines Modell definitiv. Gefällt mir sehr gut. Und natürlich hier wieder posable, ne? Zack. Ja, gefällt mir sehr gut. Schaut wunderbar aus, gefällt mir. Jurassic halt, ne? Jurassic Park typisch. So, die zwei gehen jetzt hier auch mal weg. Zack, zack. Und wir kommen zu Nummer 5. Nummer 5 ist auch ein bisschen schwerer. Hier könnte der Therizinosaurus sein. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, so. So.
So, und wen haben wir hier? Mistrosaurus, und ich glaube, der war im Doppelpack mit dem Terizino, oder ist er auch schon? Einmal. Und der Listro. Na komm. Ah, die Kanten sind immer so hartnäckig. So, weg damit. Das kommt hier wieder rein. Geht gleich los, Freunde, geht gleich los. So, ein bisschen beiseite schieben das Ganze. So, schaut es auch gut aus. Genau, Terizino lasse ich erstmal hier stehen. Und wir schauen uns erstmal Lystrosaurus an. Der wurde ja auch schon angeteased von dem Regisseur als wie nennt man das nochmal? Jetzt fällt das Wort nicht ein. Als Animatronic, genau. Auch mit Härchen und so weiter und so fort, das ist ja sehr schön. Und hier sieht man auch sehr schön das Skalpt hier, und ich denke, dass es dieses Tier auch nochmal bei Mattel geben wird als größere Kreatur. Also ich sag mal im Maßstab, wie jetzt die aktuellen Figuren, die es jetzt gibt. Ne? Ja. Auch hier sehr schöne Headscalp. Man sieht so die Stoßzähne, die so ein bisschen runterkommen. Ne? Auch hier wieder eine sehr, sehr schöne Struktur, finde ich. Das Jurassic-Logo. Und ein relativ einfaches Painting. Ja, hier gibt es nicht zu posen, ist halt eine kleinere Kreatur. Und jetzt kommen wir mal zum Terizino. Ein relativ bekannter Saurier, der noch nicht so alt ist, also der wurde relativ spät entdeckt, und da gab es erstmal so eine Art, ich will mal sagen, Rätsel um seine Klauen. Da wusste man anfangs nicht, ob das Rippen sind, ob das Zähne sind, ob das Stoßzähne sind von einem Säugetier oder so, ne, bis das Rätsel gelöst wurde. Davon gibt es auch eine ziemlich coole BBC-Serie mit Nigel Marvin. Ja, und hier kann man halt die Arme so weit posen, ne? Also es sieht schon cool aus, gefällt mir auch, ne? Dass man hier so ein bisschen was drehen kann. Und man kann hier sogar an seinen Armen so ein bisschen, ne, Haarstrukturen erkennen, auch auf seinem Oberkörper. Und ich finde, dass sich der Terizino mit den haben sie doch relativ gut getroffen. Also ich muss mir den Headscarf nochmal genau an. Ja, gefällt mir. Gefällt mir auch sehr gut. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich hole mal jetzt schnell mal die aktuelle Figur dazu von Mattel. Da haben wir einen ziemlich guten Vergleich. Dazu muss ich erstmal ein bisschen Platz schaffen und vielleicht die Kamera nochmal neu ausrichten. Ich mache mal die beiseite. Hoppala, sorry. Und dich groß noch packe ich mal. Oh, da geht schon los. Oh weia. Oh weia. So. Terizino Mini-Format. Und da der ganz große. Also das Headscalp hier und das Painting ist bei dieser Figur grandios. Gefällt mir sehr gut. Aber ich glaube, ein Review dazu kann ich mal so gesondert machen. Wenn ihr Bock drauf habt, natürlich. Ne? Klar. Und wie man sehen kann, haben sich echt gut Mühe gegeben gehabt, die Kolorierung so originalgetreu wie im Film zu halten. Klar, bei so einer kleineren Figur ist es ein bisschen schwieriger als bei so einer großen Figur, aber man kann die Kernelemente oder das Farbschema sehr gut erkennen, ne? Hier bei der kleineren Figur. Ja, schaut doch gut aus. Gefällt mir sehr gut. Und der Terizino wird, denke ich, auch ein sehr beliebter Saurier dann werden. Sorry. Wenn der Film dann rauskommt, ne? Genau. Ja, dann hätten wir jetzt 2, 4, 5 raus. Wir haben jetzt hier nochmal die Nummer 8, die letzte Zahl, die 7, und hier haben wir die 6. Genau, das sind die letzten 3, die wir jetzt noch haben. Und ich würde jetzt sagen, vom Scale her kann ich jetzt hier ja auch jetzt bemängeln. Ne? Also die passen schon gut zusammen, denke ich soweit. Kanalisso war sehr viel kleiner. Ne? Aber jetzt mal ein T-Rex dazu holen. Oh, der Terizino ist sogar größer als der T-Rex, fast. Wenn man ihn mal richtig, ja, wenn man ihn so ausstellen würde, ja, definitiv. Cool, gefällt mir. So, weg ihr zwei. Kommen wir zum nächsten Part, das ist die Nummer 6. Das ist gerade Nummer 6. Die Nummer 6 ist auch relativ schwer, behaupte ich jetzt mal. Denkt dran, immer vom Körper weg, ne? So. Oh, wir haben hier einen Quetzal, so es aussieht. Jawohl, Quetzal und der Gallimimus. Oh, ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts kaputt. Das wäre es ja bei einem Unboxing. So.
Gallimimus, der nicht stehen möchte, und der Quetzal. Fangen wir es mit dem Gallimimus an. Ein Saurier der ersten Generation, was Jurassic Park angeht. Und sieht von der Pose her wie die ganz normalen Gallimimusse von Mattel aus, ne, die als Figuren gibt. Er hat noch eine zweite Variante, die ein bisschen akkurater war mit seinem Hals, der dann halt so stand, ne, aufrecht und nicht so lang gezogen war. Auch hier super, super Strukturierung, finde ich. Der Haut, ne? Super Painting, passt halt gut zum Original Gallimimus. Der Scheif. Und wir können ja nochmal versuchen, Hesker ein bisschen näher anzubringen. Ja, bei so kleinen Objekten ist es halt schwierig, einen Autofokus sich darauf zu fokussieren, ne? Ja, so geht. So geht's. Ja. Wie gesagt, und ich finde halt cool, dass die ganzen Figuren so eine Art Glanzeffekt noch mit sich bringen. Also die haben da wahrscheinlich irgendwie eine Schicht draufgepackt. Ja, finde ich cool. Und hier nochmal das Logo, beziehungsweise hier nochmal ein Loch, womit ihr die Figur wahrscheinlich irgendwo aufsetzen könnt und sie, voila, steht. Cool. Kann ich mir was beiseite? Mal am besten so. Und jetzt kommen wir mal zum neuen Fuchsaurier. Der Quetzal Corpus. Und seht euch mal diesen Hintern. Gefällt mir sehr gut. Auch vom Film her entsprochen, ne? Also nachempfunden. Der hat ja auch so eine Art blaue Elemente auf seinen Horn so ein bisschen. Und hier kann man halt die Flügel ja ein bisschen drehen. Ja. Und auch so ein bisschen einfahren. Oder halt so hoch ausstellen. Genau, mit so einer Flugpose. Was ich interessant finde, ist hier die Färbung, die Muster hier auf seinen Flügeln. Gefallen mir sehr gut. Sehr cool. Auch hier. Super Headscarf, gefällt mir sehr gut. Auf ihn freue ich mich besonders im Film. Ne? Genau. So, und hier der Terrazino. Im Vergleich zum Galli. Ja. Packen wir mal beiseite. Zack. Und zack. Vorletzte. Wir sind fast am Ende. Keine Sorge, am Ende werde ich nochmal die ganzen Tiere versuchen aufzustellen. Wahrscheinlich wird der ein oder andere mal umkippen. So. Zack. Oh, ist der Iguanodon. Und der Baryonyx, klar. Darf nicht fehlen. Ah, komm schon. Eins. Und Iguanodon. Ich weiß gar nicht, ob der Iguanodon im Film dabei sein wird. Der war ja im Prolog dabei, ganz kurz zu sehen. Allerdings nur ganz kurz. Als der Giga und der T-Rex sich zum Fight bereit gemacht haben, wo der T-Rex dann natürlich umgelegt worden ist. Was man nicht vergessen darf, Giga und T-Rex haben niemals zur gleichen Epoche gelebt, ne? Zeitepoche. Und vor allem in zwei verschiedenen Kontinenten quasi. Oder gut, Kontinente gab es damals nicht, da gab es Pangea. Aber halt Erdteil, kann man sagen. Genau. Iguanodon sieht schon ziemlich gut aus, aber schauen wir erstmal Baryonyx an. Und der hat hier die klassische Jurassic World Kolorierung, ne? Wie aus dem ersten. Ne, im ersten Film war ja nicht, aber in Fallen Kingdom, genau, im Fallen Kingdom. Das hat euch hier beinahe Blödsinn erzählt. Auch hier schön die Krokodilschnauze zu sehen. Sehr gut gepaintet, das Auge ist auch gut. Die Zähne gefallen mir sehr gut. Ja, kann man das Maul aufmachen? Leider nicht. Okay, schade, schade, schade. Hier natürlich die Klauen. Und hier, ja. Die Kolorierung gefällt mir echt gut, tatsächlich. Die ist super. So eine Art Signaturfarbe kann man sehr gut erkennen, denke ich, ne? Dass es dabei nicht sein soll. Klar, man hätte vielleicht die Klaue hier, die Fischerklaue, ein bisschen größer machen können. Aber ich finde, allein durch die Krokodilschnauzenstruktur kann man es ganz gut erkennen. Und vor allem die Zähne, ne? Die Zähne machen es ja. Und hier nochmal der Rückenbereich. Zack. Iguanodon. Wird es, denke ich, von Mattel auch nochmal geben. Als größere Figur. Und hier kann man auch ganz gut erkennen, dass es ein Iguanodon darstellen soll. Die Kolorierung gefällt mir sehr gut. Also sieht sehr, sehr natürlich aus. Hut ab. Und die ist auch doch schwer, möchte ich meinen. An den Füßen kann man leider die Dings nicht erkennen, sein Daumen, sage ich mal, was früher als Horn gehalten wurde. Ja, zack, okay. Weg mit den Beinen.
schon ein bisschen traurig, die letzte Verpackung. Und ich hoffe, dass Mattel hier nochmal nachlegt, um euch Eltern das Geld aus den Taschen zu ziehen und natürlich mich als Fan zu beglücken. So. Zack. Stimmt, Triceratops und ich habe noch ein Flugtier, ne? War das? Ja, Tyrannodon natürlich. Zack, zack, zack. Und der Triceratops. Wir packen das wieder rein. So. Triceratops. Genau. Keine Möglichkeit hier überhaupt was zu posen. Schade. Ich weiß, dass der aus dem Jurassic World Fallen Kingdom Line die Minis, der Triceratops seinen Kopf hoch und runter bewegen konnte. Aber das sieht auch okay aus. Hier auch wieder so eine relativ natürliche Kolorierung, finde ich. Super Hautstruktur, die Hörner sind, also zumindest die zwei Hörner oben sind gepaintet, das auf der Nasenspitze leider nicht, aber das kann man ja relativ einfach ändern. Ne? Das geht ja auf jeden Fall klar. So, und hier haben wir auch nochmal ein bisschen was. Schöne Strukturen auf jeden Fall. Sehr, sehr dynamisch vor allen Dingen. Gefällt mir sehr gut. Und last but not least haben wir hier einen Pteranodon. Auch hier ist leider nichts zum Posen da. Aber sieht auch gut aus. Ne? Also sein Hort kam da an seinem Kopf, ist ein bisschen länger. Also könnte man meinen, dass es ein männliches Tier ist. Die zu Jurassic World waren ja bisher alle weiblich gewesen mit ihrem kurzen Kamm. Auch hier super Strukturierung. Ja, diesmal das Logo am Flügel, das Jurassic World Logo. Super, die Muskeln auch gut erkennbar, finde ich. Also gefällt mir sehr gut tatsächlich. Und die Flügel halt auch mal so eine schöne Struktur, wie ihr sehen könnt. Gefällt mir sehr gut. Die Kolorierung auch. Ist relativ einfach gehalten. Aber auch da kann man, denke ich, ein bisschen mehr machen. Ne? Mit ein bisschen Repainting. Und wenn wir schon mal beim Thema sind, Repainting, würde ich sagen, gehe ich mal gleich drauf los. So, hier ist die ganze Bande zusammen, wie ihr sehen könnt. Es sind 8 Tiere. Die meisten im Doppelpack, außer der T-Rex und der Giganotosaurus. Die kommen einzeln daher und den Giganotosaurus könnt ihr auch gut vom Gewicht her abschätzen. Ne? Ich finde, für knapp 4 Euro, ich glaube, die kosten ungefähr 3,40 oder 3,99 pro Packung, geht das schon in Ordnung. Man hat hier wirklich super, super coole gesculptete Modelle, ne? Also vom Design her innen sehr den großen Mattel-Figuren. Habe ja gerade einen kleinen Vergleich gezogen mit dem Pterigecinosaurus, ne? Und deswegen denke ich, dass der Preis in Ordnung geht. Ich denke, bei einem großen Sale, eventuell zu Ostern oder vielleicht, wenn der Film jetzt in den Kinos ist und der Hype so ein bisschen abklingt, kriegt ihr sie vielleicht auch ein bisschen für billiger oder für Apple und Ei oder so, vielleicht für 2,99 oder so oder für 3 Euro oder so, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Also jeder entscheidet für sich, ob es ein Wert ist, ne? Und jetzt habe ich auch natürlich den gesamten Namen dieses Atrociraptors raus, nicht Antazi, sondern Atrociraptor heißt der Kleine. Und so. Haben wir es auch verbessert, genau. Und meine Idee ist es, dass wir Zeit brauchen. Und wenn ihr Interesse habt, mache ich das auch dann über ein YouTube-Video und so weiter und so fort. Ist nicht alle. Vielleicht hole ich mir sogar die alle nochmal komplett nach. Das hat mich ungefähr 33 oder 34 Euro gekostet gehabt, weil ich dann noch einen Ostersale bei Smith Toys gab. Ist es, die Tiere zu repainten. Genau, ich hatte zum Beispiel, ihr hattet euch an die alten Kennerkarten von Jurassic Park, an die älteren Fans oder diese Weikeist-Figuren zu Jurassic Park, dass ich dann ungefähr Gallimimus zum Beispiel in diesem Stil mache oder den Stegosaurus zum Beispiel in Richtung Jurassic Park Stil mache, also in diesen olivgrünen Patterns zugehalten, ne? Und da werde ich mal auf jeden Fall demnächst mal ein paar Farben organisieren und meinen ersten Repaints machen. Da bin ich mal gespannt, was bei rauskommen kann. Ne? Ich denke, viele Tiere haben auf jeden Fall Potenzial, wie hier der Yangshuangosaurus, wobei mir diese Kolorierung schon verdammt gut gefällt. Ne? Also es sieht schon sehr, sehr gut aus, finde ich. Und da braucht man eigentlich echt nicht mehr viel zu machen. Vielleicht war es am Unterkiefer, dass die Zähne ein bisschen hervorstechen. Ne? Die oberen Zähne und vielleicht hier so die Zunge nochmal genauer painten. Ne? Also das ist natürlich schon mit mikroskopischer Genauigkeit. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen zu meiner Jurassic World Miniaturensammlung. Und wenn ihr Bock habt, werde ich in Zukunft dann auch weitere Saurier vorstellen. Zum Beispiel auch die großen Mattel-Figuren von Jurassic World Dominion, die jetzt erhältlich sind. Ich habe ja noch den Scorpio Venator da, den Quetzalcoatlus, den großen. Oh, den hätte ich auch zeigen können. Ey, wisst ihr was, das machen wir mal ganz, ganz schnell. Alle mal kurz beiseite, Freunde. Total vergessen, dass ich auch den großen Quetzalcoatlus habe. Ich bin gleich wieder da. Hier die Miniaturform. Hoppala.
Tier, der natürlich ganz, ganz große aktuelle. Ne? Ich drehe mal den Kopf so weit, dass ihr den Headscap auch gut erkennen könnt. Ne? Und das meinte ich natürlich mit der Originalität bzw. dem ja, ich sag mal, Kolorierung, ne? Dass sie sehr, sehr nah kommt am Original. Zack, ihr seht das ja hier auf seinem Horn, die blauen Elemente. Und hier nochmal. Also, wie gesagt, ist schon ziemlich gut getroffen, finde ich. Genau. Jetzt nochmal die gesamte Bande zu sehen. Alle 8 Dinosaurier, die jeweils in Doppelpacks kommen, außer der T-Rex und der Giganotosaurus. Die sind einzeln zu erwerben in der Verpackung, beziehungsweise die kommen einzeln raus, wie ihr sich auch hier sehen könnt. Ne? Genau. Gut, wie gesagt, ich mache euch nochmal die Nummerierung der einzelnen Tiere in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, denn ich werde, denke ich, in Zukunft weitere Reviews machen, beziehungsweise Unboxings. Im Prinzip eher so eine Art Inbox-Review-Video machen. Das bedeutet, so nenne ich es jetzt einfach mal, dass ich die anderen Mattel-Tiere, die ich jetzt da habe, wie der Rajasaurus oder der Scorpio-Venator, wie auch der Teresino und der Quetzal, als auch die anderen Tiere, die in Zukunft dazu kommen werden, in der Originalverpackung behalten werde. Da ich halt die Verpackung das machen zu sein, sehr cool finde und die Tiere dann einfach dann so reviewen werde, so gut es halt geht. Ne? Genau. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Freut euch auf Repaints in der Zukunft. Ich bin der Chris Benfield. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ihr meine Jurassic World Mattel Sammlung sehen wollt, hier, ich werde es irgendwo hier oben, da oder vielleicht da oder da unten noch mit reinhauen, dann könnt ihr euch mal auch meine Jurassic World, aktuelle Jurassic World Mattel Figuren Sammlung sehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.